weil es stimmt schon, was der Kollege Dr. Börner gesagt hat. Ich bin ein streitbares Wesen in unserer Partei. Ich bin tatsächlich seit 2013 dabei, im fünften Jahr Kreisvorsitzende in unserem schönen Kreisverband. Und lassen Sie mich noch kurz sagen, ich bin stolz darauf, was wir gerade im Landkreis Regen geleistet haben. Sie haben die unglaublich tollen Ergebnisse, haben Sie berichtet bekommen in den Zeitungen. 20,68% hatte der Landkreis Regen. Ja, 20,68%. Und darauf bin ich ganz stolz und freue mich deswegen auch umso mehr in der Oberpfalz zu sein, der Nachbar von Niederbayern. Wir haben ein gutes Verhältnis, natürlich mit den Regensburgern. Ich bin in Straubing beheimatet mittlerweile seit einigen Jahren, aber Sie hören es, ich bin eine Norddeutsche. Ich bin jetzt nicht aus Bayern, ich habe da Flyer gesehen, ein Bayer für Bayern in den Landtag. Jetzt haben Sie einen Fischkopf für Bayern im Bundestag, aber ich hoffe, das stört Sie nicht. Ich hoffe, Sie nehmen es mit Humor, genauso wie meinen kleinen Vortrag. Also nochmal. Jetzt möchte ich Ihnen kurz was zu meiner Arbeit im Bundestag erzählen und da auch das Thema Subsidiarität Ihnen nahe bringen, weil wahrscheinlich ein großer Teil von Ihnen sagt, was ist das denn? Ja, das ist ein Instrument, das man nutzen könnte, wenn man denn wollte. Und das machten die großen Abgeordneten der Altparteien leider nicht. Es geht um das Thema EU und die EU-Gesetzgebung. Ich bin im EU-Ausschuss. Deswegen ist das mein Thema. Ich bin eine von fünf. Und das Thema EU liegt mir am Herzen. Es liegt mir deswegen am Herzen. Wenn Sie auf die Flyer gucken und auf die Plakate, haben wir ja eigentlich das Thema, Hauptthema heute, Islamisierung als Gefahr für unser Land und auch für die Zukunft Europas. Aber wir haben nicht nur diese Gefahr. Es gibt noch eine andere Gefahr. Und ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, um Gottes Willen, was sagt sie denn da? Eine Gefahr ist die gegenwärtige Politik der Europäischen Union für den Frieden und Erhalt dieses Landes und auch von ganz Europa. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich ausführen. Die Europäische Union hat 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Und man denkt ja, Mensch, das muss ja was Gutes sein. Und die EU hat auch so einen guten Ruf. Momentan kann ich Ihnen sagen, haben wir nur Ärger innerhalb der Europäischen Union. Und dabei geht es nicht nur um den Euro, Sie sehen es gegenwärtig. Wir haben morgen einen kleinen Asylgipfel, den Frau Merkel beantragt hat, weil sie etwas Druck verspüret. Verspüret, muss ich eigentlich sagen. Und zwar von Herrn Seehofer. Aber das haben Sie eben schon gehört, das ist alles eine riesige Farce, das wird sich alles erledigen. Man wird sich in die Sommerpause retten. Frau Merkel hat jetzt schon in den letzten Tagen gesagt, ha, wir werden das jetzt gar nicht lösen morgen, ja, sondern wir werden bilaterale Vereinbarungen treffen und dann machen wir das Ende des Jahres. Danke, sagt sich Herr Seehofer, jetzt kann ich ein bisschen wursteln für die Landtagswahl und dann geht das am Ende des Jahres genauso weiter wie vorher. Ne? Das ist Blenderei, mehr ist es nicht. Da muss ich eben auch den Exkurs immer wieder zur CSU machen. Zum Thema Subsidiarität gehört nämlich die CSU und auch zu dem, was Sie gerade machen. Haben Sie es eigentlich mitgekriegt, dass wie viel Ultimatum das jetzt eigentlich ist? Das ist CSU-Fail. V4.0. Das ist das vierte Versagen der CSU, der vierte Anlauf. Das wird nichts mehr. Oktober 2015, erstes Ultimatum. Januar 2016, zweites Ultimatum. Und dann kam erstmal die Bundestagswahl. Und dann haben sie sich gedacht, Mist, jetzt müssen wir vielleicht doch ein bisschen ernster machen, weil wir haben ja ein bisschen verloren in der CSU. Die haben gar keinen Listenkandidaten reingekriegt, falls Sie das noch wissen. Alles Direktkandidaten, ne? So schlecht waren die. Juni 2018, jetzt, der Löwe hat wieder gebrüllt und hat einen großen Aufstand gemacht. Wir waren im Bundestag dabei mit Sondersitzung und großem Gerede. Sie glauben doch wohl selber nicht, dass die aus der Koalition ausscheren. Die haben doch gar keine Infrastruktur bundesweit. Und wenn sie das machen, dann wird die CDU einen eigenen Ableger in Bayern installieren und dann haben sie Konkurrenz praktisch auch noch zu Hause vor der Haustür. Das ist ein Brimborium. Bitte behalten Sie das jetzt auch im Hinterkopf, denn ich möchte Ihnen jetzt vor Augen führen, warum das alles Quatsch ist, was die CSU nämlich gerade macht. Wir sind beim Thema Subsidiarität. Ich möchte Ihnen kurz dazu was erzählen, weil es eigentlich nicht, man kann sich mit dem Thema Subsidiarität nicht befassen, wenn man sich auch nicht vorher mit dem Thema EU als solche befasst hat. Sie erinnern sich daran, nach dem Krieg 1950,
wurde erstmal die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Ja, man hat gesagt, lass uns zusammenarbeiten, wenn wir die Wirtschaft miteinander verflechten innerhalb Europas, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr in die Gefahr laufen, irgendwelche Kriege miteinander zu haben. Auf gute Nachbarschaft. Römische Verträge 1958 und damit Gründung Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Dann ist eine ganze Zeit nicht viel passiert. Da sind ein paar Leute mit, oder sagen wir ein paar Nachbarländer mit dazugekommen. Wir haben viele Beitritte gehabt, aber wir haben keine großartigen Regelungen gehabt, die uns irgendwie das Leben erschwert haben. Das ist die große Friedensphase. Da gab es nämlich auch gar keinen Streit. Und warum? Weil die EU halt nichts gemacht hat. Und wenn die EU nichts macht, dann hat man meistens auch keinen Ärger. Das muss man nun mal unterm Strich jetzt so feststellen. Ja? Und dann ging es los. Schengen war 1985 angefangen, man hat das dann 1990 nochmal neu formuliert. Sie wissen, was das bedeutet, die Binnengrenzen abzubauen, um dann die Grenzen der Europäischen Union, damals war sie noch nicht ganz die Europäische Union, das kam erst 1993, zu schützen. Und dann war es soweit. Und damit begann das Unheil. Vertrag von Maastricht. Was haben Sie damit festgelegt? Wissen Sie es? Die Währungsunion, der Euro ist da schon drin festgeschrieben. Und da fing es schon an, ruckelig zu werden. Wobei viele Sachen natürlich, 1993 hat man es beschlossen, Sie wissen, wann der Euro gekommen ist, 1999, 2000 kam das dann. Lassen Sie mich eben gucken, außer einer berichtigt mich. 2001, so war es. Ne? Nicht, dass ich was Falsches sage, wir sind ja hier bei der Aufnahme. Es hat also einige Zeit gedauert, das umzusetzen. Und das ist so typisch für die EU. Das ist diese Politik der kleinen Schritte. Immer noch so ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und irgendwann haben sie vergessen, dass da das bisschen war. Und wenn dann ein etwas größerer Schritt kommt und sie sagen, also warum sollten wir das denn in dieser Art und Weise machen? Dann sagt die Union, wieso, wir haben doch die ganzen Sachen schon gemacht. Jetzt müssen wir in der Konsequenz den Rest auch noch machen. Und so funktioniert die Politik der Europäischen Union und bringt uns eben momentan den entsprechenden Ärger. Ich möchte übrigens jetzt mal aus einem Jurabuch Europarecht zitieren. Jurabuch Europarecht, was Sie ganz normal, wenn Sie Jura studieren, sich ja holen können, können Sie auch so bei Amazon oder so bestellen. Und da steht wortwörtlich drin, in den Anfangsjahren der Union, als diese sich hauptsächlich mit Kohle- und Stahlkontingenten, mit Zollfragen und Agrarabschöpfungen befasste, wofür jedermann einsichtig, also mit großem Verständnis, Souveränitätsrechte übertragen hat, also jedes einzelne Land, wurde über Kompetenzfragen kaum diskutiert. Das heißt also, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, am Anfang, als noch nicht so viel gemacht worden ist, als man einfach nur gesagt hat, wir machen eine Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft, römische Verträge, 60er, 70er und auch 80er Jahre war alles ruhig. Und erst als dann immer mehr die Binnenmarktkompetenz, das ist eine der Kompetenzen, die die Europäische Union hat, um dort Gesetze zu erlassen, als man sich die immer öfter vorgeknöpft hat, um irgendwelche Regelungen zu machen, die oft im Bereich des Privatrechts lagen und gar nicht im Bereich Handel oder Binnenmarkt, da hat man angefangen, sich tatsächlich zu streiten. Und dann ist dem Ganzen die Krone aufgesetzt worden im Jahr 2009 mit dem Vertrag von Lissabon. Da sind dann die ganzen Grundfreiheiten drin, Arbeitnehmerfreizügigkeit, also der Franzose kann in Deutschland arbeiten und umgekehrt. Aber eben auch all diese Sachen jetzt vor dem Lichte der Asylpolitik ist es ein riesiges Thema. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal was zum Thema Subsidiarität erklären. Im Jahre 1993, als der Vertrag von Maastricht kam, hat man Kompetenzkataloge erlassen. Was sind Kompetenzkataloge? Naja, man sagt, die EU ist für diesen Politikbereich zuständig und die Mitgliedstaaten behalten eine sogenannte konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für sich. Was heißt das? Naja, die ausschließliche Kompetenz heißt, nur die EU darf in dem Bereich Gesetze erlassen. Und ich habe Ihnen das vorhin vorgetragen, das ist ja sinnvoll in einer Wirtschaftsunion, wenn man bei Zollfragen und ähnlichen Sachen sagt, da haben wir uns jetzt zu entschieden, dass das nur die Union macht, so kann Wettbewerb sonst nicht funktionieren. Wir machen das dort. Als dann der Euro kam, ging natürlich auch das Thema Währungspolitik auf die EU über. Jedenfalls für die Länder, wo der Euro natürlich Währung ist. Macht ja auch Sinn. Ne? Es ist logisch. Wenn ich eine Währung habe, kann ich jeder einzelne gesetzliche Regelung dazu erlassen. Das macht man dann aus einer Hand. Und dann, hatte ich Ihnen ja gerade gesagt, gibt es die konkurrierende, die geteilte Gesetzgebungskompetenz. Das heißt, Sie müssen sich das in einem Spannungsverhältnis vorstellen. Da ist die EU und da sind die Mitgliedstaaten. Und eigentlich liegt alles bei den Mitgliedstaaten, solange die EU nicht sagt,
Halt, ich habe hier eine Idee für ein Gesetz und damit zieht es die Kompetenz an sich. Und ich möchte Ihnen jetzt mal vorstellen, das ist alles aus dem Vertrag von Maastricht, Artikel 4 EUV, was da jetzt eigentlich alles an Kompetenz liegt. Also die EU sagt uns praktisch, das ist meine Zuständigkeit und deswegen mache ich das. Binnenmarkt, Sozialpolitik, sozialer, territorialer Zusammenhalt, ich weiß auch nicht genau, was das eigentlich bedeuten soll, Landwirtschaft und Fischerei, Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, Energie und jetzt der schöne Dreiklang, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Da fällt das Thema Asylpolitik drunter. Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe, Programme in den Bereichen Forschung, anscheinend ist da Gender Mainstreaming mit gemeint, und technologische Entwicklung. Das heißt also, es ist so ziemlich alles genannt, was die EU sich jetzt auch schon unter den Nagel gerissen hat, denn viel ist nicht mehr übrig. Und genau darum geht es hier. Die Aufgabe des Ausschusses, in dem ich bin, ich sage immer kurz EU-Ausschuss, der heißt aber eigentlich Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, sollte sein, dass wir prüfen, ob das, was die da alles sich an sich ziehen an Kompetenzen und die ganzen Gesetzgebungsakte, die sie uns vorschlagen, ob das eigentlich alles in Ordnung so ist. Ob die A die Kompetenz haben und ob die das dürfen. Es gibt nämlich noch zwei weitere Regelungen und damit sind wir jetzt bei der Subsidiarität. Das eine ist, das ist das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Ich habe es Ihnen eben schon genannt. Wenn da kein Kompetenztitel ist, auf den die EU zugreifen kann, dann darf die da in dem Bereich erstmal gar nichts tun. Und Nummer zwei ist dann Konzept der Subsidiarität. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass ein Gesetz immer nur dort gemacht wird, wo es angemessen ist und nicht auf einer übergeordneten Ebene, wo man sagt, da ist ja gar kein Bezug mehr zu dem, was unten ist. Also Beispiel, kommunale Angelegenheiten werden Sie wohl nicht auf der oberen Ebene, auf der zentralen Ebene der EU regeln, sondern Sie werden das immer auf der untersten Ebene machen und da gehört es auch hin. Das Problem ist nur, die EU hat sich mehr oder weniger ein Ziel vorgegeben und das heißt, vom Ziel her zu arbeiten. Es geht also gar nicht direkt um die Regelung und den Inhalt, sondern die haben sich ein Ziel gesetzt. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Ich möchte Beispiel Umwelt, dass wir keine Umweltverschmutzung mehr haben. Das ist ja erstmal ein gutes Ziel. Also ich glaube, hier ist niemand im Raum, der sagt, wir wollen Umweltverschmutzung. Wird keiner von Ihnen machen wollen. Aber die Frage ist, mit welchem Mittel ist denn das zu erreichen? Ein Mittel, wenn es nach Herrn Hofreiter geht, ist alle Autos verbieten. Kein Auto mehr, nichts da, überall. Wenn Sie einen Föhn betreiben, ist das schon ein Problem. Und wenn Sie unverschämt sind, dann möchte ich auch noch den CO2-Ausstoß aus Ihrem Mund auch noch bändigen. Dann kriegen Sie nur noch so und so viele Atemzüge, weil da kommt zu viel CO2 raus. Also sehr überspitzt wäre das tatsächlich dann eine entsprechende Politik. Aber das ist natürlich nicht verhältnismäßig. Das geht ja vollkommen übers Ziel hinaus und deswegen hat man auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit etabliert. Das heißt also, die Maßnahme, die getroffen wird, um das Ziel Umweltschutz zu erreichen, muss sich in einer Verhältnismäßigkeit mit ihren Folgen befinden. Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie die Möglichkeit, eine Subsidiaritätsklage einzureichen als Land Deutschland beziehungsweise als Mitgliedstaat der Europäischen Union beziehungsweise eine Subsidiaritätsrüge auszusprechen. Und dieses Ganze, also diese Möglichkeiten der EU im Gesetzgebungsverfahren mit einer Subsidiaritätsrüge auf die Finger zu hauen beziehungsweise im Nachgang, wenn der Akt schon beschlossen ist durch das Europäische Parlament, den noch zu kassieren, das sind Möglichkeiten, die nehmen unsere Abgeordneten im Deutschen Bundestag nicht wahr. Und zwar überhaupt nicht. Da gibt es nicht mal eine Diskussion darüber. Und ich berichte Ihnen jetzt mal, wie das in Wirklichkeit aussieht. Sie haben ein Computersystem. Und in diesem Computersystem kommen in unterschiedlichster Taktung Vorschläge an. Vorschläge von der Europäischen Union für eine Richtlinie, eine amtliche Mitteilung und natürlich für die Verordnung. Die Verordnungen gelten sofort, wenn die beschlossen sind hier. Ne? Also gelten sofort für Deutschland. Richtlinien müssen Sie noch mit einem Gesetz umsetzen in Deutschland. Das ist ein etwas sanfteres Mittel, aber beides ist definitiv ein hartes Schwert. Letztlich ist es Gesetzgebung, Rechtsetzungsakt der Europäischen Union.
Und sie sitzen da und teilweise kommen ihnen mehrere hundert Blätter entgegen. Teilweise ist es schon im Voraus bewertet worden von der Bundestagsverwaltung. Und sie hat sogar Hinweise gegeben. Habt ihr geguckt? Da haben wir eventuell ein Subsidiaritätsproblem. Also, zurück zu diesem großen Brocken. Da kommen andauernd diese Vorhaben, diese Vorschläge von der Union. Und man sagt ihnen, gucken Sie drauf, lesen Sie das durch und besprechen Sie es. Aber es wird nicht besprochen. Wissen Sie, was in unserem Ausschuss ist? In unserem Ausschuss ist das so toll. Ich sag's Ihnen, man geht da rein, 3 Stunden ist jede Woche angesetzt. Und das Erste, was reinkommt, ist so ein kleiner Hotdog-Wagen. So sieht das jedenfalls aus. Das ist aber bestückt mit Kuchen und mit Getränken und mit Kaffee und mit allem, was dazugehört, um sich wohlzufühlen. Das ist also praktisch der Kaffeekranz-Nachmittag. Ja? Und erstmal wird sich eingedeckt. Jeder läuft dahin, dumm, dumm, dumm. Dann merkt man erstmal, ui, Mensch, die Grünen, die Gelben, die Schwarzen, die sind alle miteinander per Du. Ja, hallo, und wie geht's dir? Und dann Fußball und was auch immer. Und ach ja, jetzt fangen wir gleich an. Ich sag immer, es ist der Kaffee- und Kuchenausschuss. Da habe ich mir mal eine Rüge eingefangen vom Vorsitzenden, das war mir aber egal. Die Wahrheit muss hier mal festgestellt werden. Es ist auch keine Hetze. Sie sehen, ich mache das immer ein bisschen mit kleinen humoristischen Einlagen. Aber anders kann man es nicht ertragen. Ja, sonst müsste ich den ganzen Tag weinen und hätte Depressionen. Also von daher, sehen Sie es mir nach. Es ist aber ein ernstes Thema. So, und was kommt dann? Dann werden Leute vorgeladen von der Bundesregierung. Da kommt dann Frau von der Leyen. Die können Sie dann fragen zum Thema PESCO. Was PESCO ist, wissen Sie gar nicht, weil das wieder etwas ist, was nicht besprochen wird. Es ist die Verteidigungsunion. Man hat also jetzt so ein bisschen vor, auf der europäischen Ebene eine Art europäische Armee aufzusetzen. Wissen Sie, was da für eine Symbolpolitik hintersteht, wenn man eine Armee hat? Das hat ein Staat und die EU ist kein Staat und wird auch hoffentlich niemals einer sein, jedenfalls solange die AfD im Bundestag ist. Und dass es sowas gibt wie PESCO, so heißt dieses schöne Projekt, wo sich übrigens auch nicht alle Mitgliedstaaten daran beteiligen. Dänemark und Malta haben gleich gesagt, tschüss, mach ich nicht mit. Und was unser Beitrag zu PESCO sein soll, wüsste ich auch gerne. Da geht es ja vor allen Dingen auch um Beschaffung. Ja, beschafft doch erstmal das Sturmgewehr für die deutsche Bundeswehr, bevor ihr darüber nachdenkt, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, für die ihr gar nicht zuständig seid. Und die NATO-Aufgaben können sie ja auch nicht erledigen. Was soll denn das alles? Ja? Es ist letztlich nur darum, Geld zu verbraten, was anderen Leuten gehört, was sie nicht erwirtschaftet haben, sich wichtig zu machen und diesen ganzen EU-Apparat immer größer aufzublasen, bis so viel Kompetenzen auf der oberen Ebene sind, dass wir im Bundestag gar nichts mehr zu entscheiden haben. Ja, das ist ja genau das, was Sie gerade machen. Das ist ja das Thema Dublin III, Dublin IV. Sie haben die ganze Zeit, unsere Politiker aus der Regierung, gesagt bekommen, die Dublin III-Verordnung besagt, wenn jemand einreist an unserer Grenze, dann ist er hundertprozentig über einen sicheren Drittstaat gekommen, außer er ist eingeflogen worden. Das geht ja gar nicht, weil wir ja in der Mitte von Europa sind. Und dann ist er abzuweisen. Und das wurde nicht gemacht. Und da haben sie sich ins Unrecht gesetzt. Sie müssen sich mal überlegen, was der Seehofer gerade da vorschlägt. Ich möchte zurück zur Rechtslage. Wahnsinn. Man muss mal darüber nachdenken. Da wirbt jemand damit, dass wir Recht umsetzen, was in Deutschland gelten müsste und im ganzen Euroraum beziehungsweise innerhalb der Europäischen Union. Und es wird gefeiert als ein riesiges, dickes Ding. Nein, eigentlich müsste das ein Skandal sein. Und ich frage mich, warum das niemand skandalisiert, dass sich jemand damit Werbung macht, sich einfach fürs Recht einzusetzen. Und letztlich ist das, was man jetzt gerade macht. Man macht die Illegalität, macht man jetzt zur Legalität mit Dublin IV. Und das ist schon ein paar Jahre alt, das will ich Ihnen mal sagen. Ne? Datenschutzgrundverordnung kennen Sie auch, ist am 25. Mai in Kraft getreten. Das wurde 2012. 2012 kam das rein beim Bundestag. Ist dann irgendwann beschlossen worden im Europäischen Parlament. Niemand hat sich wirklich groß gemeldet. Ich glaube, der Bundesrat hat da ein Veto eingelegt. Aber ansonsten passiert da nicht viel. Und das ist letztlich das Problem. Ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben einen Europaausschuss, der sich nicht mit Europasachen beschäftigt. Der lädt Leute aus der Regierung ein und stellt Fragen. Wie ist der Sachstand beim Brexit? Dann kommt manchmal auch jemand aus dem Ausland, zum Beispiel ein Vertreter eines Landes aus dem Westbalkan und möchte klopfen und sagen, wann darf ich beitreten?
wenn es nach mir geht, gar nicht. Aber schön, dass Sie jetzt da sind und mir die Zeit klauen. Ich habe hier eigentlich so einen Stapel Papier, das aktuell zu verhandeln wäre und zu besprechen wäre im Ausschuss. Aber wir befassen uns wieder mit Sachen, die gar nicht eigentlich auf die Tagesordnung gehören. Das ist der Alltag im EU-Ausschuss. Und das Perfide an der Sache ist, der EU-Ausschuss sagt immer zu mir oder zu uns Kollegen, wir sind doch nur mitberatend. Der Fachausschuss hat die Federführung. Also wenn Sie sich über CO2-Werte beschweren wollen, wenn Sie sich über die Datenschutzgrundverordnung beschweren wollen, dann gehen Sie mal zum Fachausschuss. Nein, das ist falsch. Der Fachausschuss hat die Federführung. Aber wir sind mitberatend. Und wer meint, dass die Abgeordnetentätigkeit und das die Tätigkeit im EU-Ausschuss darauf begrenzt ist, Kaffee und Kuchen zu essen und sich Geschichten von der Regierung anhören zu lassen oder anzuhören, dann muss ich sagen, der hat die Aufgabe nicht verstanden. Die Aufgabe ist, mitberatend tätig zu werden und diese Sachen durchzuprüfen. Und wenn wir sehen, dass da was nicht stimmt, dann meldet man. Dann meldet man an den federführenden Ausschuss, man bespricht es und man zerrt es in Gottes Namen ins Parlament, wie Martin Hebner es mit dem Global Compact on Migration gemacht hat. Wenn er es nicht gemacht hätte, wüssten Sie davon gar nichts. Ja? Und deswegen ist es wichtig. Deswegen sage ich, die große Gefahr, die wir auch einfach haben, ist die gegenwärtige Politik der Europäischen Union. Und vor allen Dingen gucken Sie mal die Position von Deutschland an. Ich glaube, Deutschland war noch nie unbeliebter in der Welt. Mit wem gibt es eigentlich keinen Stress? Putin, weg. Trump, weg. Erdogan, weg. Ja, und die Visegrad-Staaten, die sind alle unsolidarisch. Alle weg. Österreich, ihr habt ja jetzt auch noch die FPÖ in der Regierung. Was fällt euch ein? Österreich, auch weg. Wer bleibt denn übrig? Wer ist denn noch da? Ach, stimmt. Ein Land ist da. Frankreich. Und warum Frankreich? Erkläre ich Ihnen. Da gab es auch wieder eine Äußerung, man müsste das filmen. Leider darf ich im Ausschuss nicht filmen. Da sagte letztes Mal ein Regierungsvertreter, also der Herr Macron, das ist der deutschenfreundlichste Präsident, den Frankreich jemals hatte. Und ich dachte nur, der deutschenfreundlichste oder der größte Freund des deutschen Geldes? Denn darum geht's doch. Sie sehen, und damit komme ich langsam auch zum Abschluss, es ist eigentlich ein riesiges Thema. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, noch und nöcher, was dieser EU-Ausschuss alles macht bzw. unterlässt. Das wirklich Schlimme ist, dass sich die Abgeordneten, auch die Kollegen, auch übrigens in den Fachausschüssen, die beschäftigen sich nicht damit. Die haben sich damit abgefunden, dass da oben Sachen beschlossen werden und dass jeder Rechtsetzungsakt, wo wir nicht sagen, stopp, dass der letztlich die Kompetenzen der EU immer erweitert. Ich hatte Ihnen das mit der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz eben gezeigt. Mit jedem Rechtsetzungsakt wird das da oben breiter und breiter und breiter. Und wir haben immer weniger zu entscheiden. Und dann bringt es Ihnen auch nichts mehr, Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu sein. Denken Sie an Dublin IV, wenn Dublin IV durchgeht. Und glauben Sie mir, ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir gegen das Ding auch noch Klage einlegen. Es gab nämlich noch nie eine Klage. Das müssen Sie sich mal festhalten. Es gab noch nie eine Klage. Eine Subsidiaritätsklage reichen 25% im Deutschen Bundestag. Ja, was hat denn die Opposition die letzte Zeit gemacht? Ja, da ist ja nichts passiert. Also, wie gesagt, wir sind nicht viele. Wir sind 12,7% hatten wir. Wir könnten ja irgendwann noch mal auf die FDP zugehen. Und wenn die CSU es dann wirklich ernst meint, dann können die Abgeordneten ja mal eine Subsidiaritätsklage unterstützen. Und dann sehen wir, wer hier Wahrheit spricht und wer nicht. Und damit will ich Ihnen sagen, und jetzt kommen eben abschließend einfach, um das Ganze, was ich gesagt habe, noch mal zu untermauern. Das ist eine Drucksache des Deutschen Bundestages. Ja, die haben untersucht, Bericht über die Subsidiaritätsprüfung im Deutschen Bundestag und in anderen nationalen Parlamenten. Die haben das untersucht, nicht mal 5 Jahre. Der Zeitraum war 1.12.2009, da ist der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten und es gab auf einmal dieses Instrument der Subsidiaritätsrüge, bis Sommer 2014. Wissen Sie, wie viele Gesetzgebungsakte es in den knapp 5 Jahren von der EU gegeben hat, die man hätte rügen können? Nur vom Potenzial her? 441. Wissen Sie, wie viele Prüfhinweise es von der Verwaltung gab? Dass die Verwaltung von selber gesagt hat, ah, da könnte man ja mal gucken. 157. Und wie viele Rügen haben stattgefunden? 3.
Und jetzt kommt noch was zu den Rügen. Die Rüge bringt Ihnen alleine nichts. Wenn Sie Ihre Rüge, und da brauchen Sie eine einfache Mehrheit im Parlament, das macht ja gar keinen Sinn, dass das funktioniert, denn die Bundesregierung ist ja immer an dem Schwachsinn beteiligt. Und wie soll ich bitte die einfache Mehrheit haben, wenn die Bundesregierung schon die einfache Mehrheit hat? Das ist ein Rechenspiel, es wird niemals aufgehen. Und vor allen Dingen bringt es Ihnen deswegen nichts, weil damit man überhaupt innehält im Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union, brauchen Sie ein Drittel aller Mitgliedstaaten. Rechnen wir die Briten raus, haben wir noch 27 durch. Also ein Drittel davon, 9 Stück. Denn Deutschland selber sagt, wir rügen, brauche ich 8 weitere Länder. Und wenn die nichts machen, dann passiert nichts. Ich könnte Ihnen jetzt noch mal sagen, wie viele Rügen die anderen Länder gemacht haben. Deutschland hat sich an keiner beteiligt. Ist komisch, ne? Also ich will Ihnen damit nur sagen, wir haben ein riesiges Problem, dass wir Instrumente, die uns an die Hand gegeben worden sind, nicht nutzen. Und zwar haben wir jetzt schon Möglichkeiten mit der Klage. Wie gesagt, es gibt keine einzige Klage. Ich sagte Ihnen, da ist die Hürde nur 25%. Aber ich möchte Ihnen auch zum Abschluss nicht verschweigen, die CSU hat ein Papier rausgegeben. Stärkung des Subsidiaritätsgrundsatzes und der Eigenverantwortung innerhalb der Europäischen Union. Und wir wissen, es ist Landtagswahlkampf, denn das ist noch nicht alt, das ist gerade rausgekommen und damit brüstet sich jetzt die CSU. Wenn Sie das Papier lesen, ist das nur mi, Europäische Union, bitte mach nicht so viele Gesetzgebungsakte und achte doch darauf, dass du dich ein bisschen zurückhältst dabei. Danke für Ihr Ohr. Ja, das sagt die CSU und ich danke Ihnen jetzt für Ihr Ohr. Vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.